Und herzlich willkommen zu Die Macht der Worte, der Podcast. Authentisch, praktisch, gut. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu Die Macht der Worte. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute erfährst du bei Dein Wort über Stolz. Michael und Steve sprechen darüber, dass es manchmal wehtut, wahre Worte zu sagen. Bei Revolution reden wir darüber, wie wir Gott über unseren Partner stellen. Und im Interview ist neu ICF-Pastor Daniel Kalubner, der ein Buch geschrieben hat und den wir für 5 Wochen im Gespräch haben. Viel Spaß jetzt beim Hören. Dein Wort öffnet mir die Augen. Dein Wort ist Kraft. Dein Wort und meine Seele wird gesund. Dein Wort gibt Trost. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Also wer denn wie die Kinder, haben wir letzte Woche gehört und haben über Abhängigkeit geredet. Und wir hängen uns da mal weiter rein. Und zwar zu Abhängigkeit fällt mir auch sofort Unabhängigkeit ein, was quasi das Gegenteil ist. Und zu Unabhängigkeit fällt mir Stolz ein. Mhm. Und in 1. Petrus 5, ab Vers 5, steht, alle aber miteinander haltet fest an der Demut, denn Gott widersteht den Hochmütigen bzw. Stolzen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Und ja, Stolz ist, glaube ich, allgegenwärtig bei uns. Ich merke es, ich weiß nicht, ob du das merkst, beim Autofahren. Sieht man sehr stolze und rechthaberisch. Ich würde jetzt Rechthaberei mit Stolz ein bisschen gleichstellen. Oder was mir neulich passiert ist, ich war mit meiner Frau einkaufen beim schlimmsten Lidl, den es gibt in Nürnberg. Der ist am Bahnhof und der war so proppevoll und dann waren irgendwelche kleinen Kinder, die relativ respektlos waren und ich habe mich sofort in meinem Stolz gekränkt gefühlt, weil die haben sich vorgedrängelt beim Brot holen und keiner nimmt mir das Brot von der Butter. Nicht andersrum. Und dann habe ich gemerkt, wie ich mir dachte, am liebsten würde ich jetzt schubsen oder sowas. Mhm. Wo ich mir dachte, Alter, und du bist Christ. Und was ein Podcast. Mhm. Aber was hast denn du zu Stolz zu sagen, Andreas? Kennst du dich mit Stolz aus? Also ich behaupte, wenn ein Mensch behauptet, er kennt sich nicht mit Stolz aus, dann ist er stolz. Ja, dann hat er ein Problem. Ja. Aber du hast genau einen dieser Punkte auch angesprochen, den ich jetzt auch selber sehr interessant fand. So geht es mir nämlich auch immer wieder, dass ich merke, Stolz ist auch ungemein angreifbar. Mhm. Ja, wenn du es anschaust, ja, du hast dich jetzt in deinem Stolz gekränkt gefühlt, weil da so respektlose kleine Wichte sich dann davor drängen und dir das Brot wegnehmen wollen. Ja. Aber damit machst du dich total angreifbar. Das hat dir nicht die Bohne gejuckt. Die haben das vielleicht nicht einmal gemerkt, wenn du es nicht tatsächlich zugeschlagen hast. Das wollen wir jetzt mal hier nicht thematisieren. Da können wir dann mal wieder in den Beichtstuhl steigen. Und du kannst mir das dann unter 4 Augen erzählen. Okay. Die haben das überhaupt nicht gemerkt. Ja, vielleicht war es ihnen nicht einmal bewusst, dass sie sich vorgedrängelt haben, was ja eh so voll war und jeder wuselt irgendwie drin rum. Mhm. Um es auf den Punkt zu bringen. Wir machen uns total angreifbar, wenn wir diesem Stolz nachgeben. Mhm. Mhm. Denn Ärger und Stolz, das sind ja auch wieder so Punkte, die so ganz eng miteinander verbunden sind. Also weil du es gerade vorhin auch mit dem Auto angesprochen hast. Ja, also ja. Ich gehöre wahrscheinlich eher zu den Autofahrern, würden zumindest jetzt meine Frau und meine Kinder bestätigen, die nicht immer einen Fisch hinten auf dem Auto kleben haben sollten. Darum habe ich keinen auf dem Auto kleben. Uns klebt im Moment auch keiner drauf. Was ich über andere Autofahrer schimpfen kann, und das ist ja immer nur der andere doof. Yeah. Ja? Yeah. Es ist letztlich genau dieser Punkt. Ja? Da nimmt mir einer halt irgendwo, ja, mei, der drängelt sich da jetzt rein. Mhm. Soll er's doch. Yeah. Ja. Aber es ist der Stolz dann tatsächlich, und wenn du darüber nachdenkst, an wie vielen Stellen du da irgendwo innerlich dagegen rebellierst, sagst, soll er doch, wieso, das geht nicht, das kann doch nicht sein. Mhm. Ja? Ja. Die können mir doch jetzt nicht einfach das Brot wegnehmen. Ja. Ja? Innerlich rebelliert alles dagegen in uns. Mhm. Aber das ist genau dieser Punkt, an dem wir das letzte Mal ja auch schon gesprochen haben, Kinder, ganz kleine Kinder ticken überhaupt noch nicht so. Mhm.
Also sie müssen schon noch sehr klein sein, weil das kommt schon relativ schnell. Und deswegen auch immer wieder diese Ermahnung Gottes in der Bibel, er widersteht einfach dem Stolz. Das ist sein Wesen. Denn er weiß, wie vernichtend, wie zerstörerisch Stolz ist. Stolz war ja letztlich der Ausgangspunkt von allem. Also zumindest, wenn man jetzt hier ist, Lewis da, pardon, ich bin Christ, einfach mal versucht so durchzulesen. Er führt ja also den Stolz sozusagen als sozusagen das zugrunde liegende Kernelement dessen, was damals auch einfach schon schiefgegangen ist bei Adam und Eva zurück. Ja? Dass es letztlich Stolz war. Sein wollen wie Gott. Ja. Ja? Ja. Das ist eine stolze Aussage. Und eben eine unabhängige Aussage. Ja? Dann brauche ich den anderen nicht mehr. Also da ging es eigentlich los. Und das ist aber ja genau das, wo wir ja auch schon jetzt die letzten Male drüber gesprochen haben. So hat uns Gott nicht geschaffen, so können wir nicht funktionieren, wenn man es jetzt mal wirklich rein funktional betrachtet. Das war nie seine Intention. Er weiß, wie sehr wir uns damit schaden. Und deswegen muss er aus seinem Wesen heraus dem Stolz widerstehen, weil er sieht, Stolz hat nur eine Auswirkung, sie zerstört und bringt letztlich den Tod. Ja, genau. Und da sind wir wieder bei diesem Heiligen Geist, Sohn und Vater-Thema. Weil ich glaube, also was ja natürlich nicht ist, wenn Gott stolz widersteht, kann er ja selber nicht stolz sein. Aber jetzt, wenn das so wäre, dass einer der dreien stolz wäre, dann würde sich einer über alle erheben, was dann quasi das Gleichgewicht ins Schwanken bringen würde. Das funktioniert nicht. Ja? Es ist Gott sei Dank undenkbar. Ja? Also an der Stelle wirklich Gott sei Dank undenkbar. Ja. Aber wir leben so. Und wir ticken weiterhin so. Und deswegen ermahnt uns die Bibel immer und immer wieder, lasst euch erneuern oder erneuert euch. Das ist ja sind auch wieder so ein Zusammenspiel. Ja? Wenn es heißt, ohne Gott könnt ihr nichts tun, ohne mich könnt ihr nichts tun. Gott kann, manchmal glaube ich aber auch, dass man so weit gehen kann, dass man sagen kann, Gott hat aber auch ohne uns, wenn wir nicht mitspielen, auch nicht viele Möglichkeiten. Er hat immer noch viele Möglichkeiten, aber letztlich können wir uns ihm komplett widersetzen. Ja. Ja? Dann hat er auch keine Chance. Das klingt jetzt so seltsam, aber lassen wir es mal so stehen. Ja? Das finde ich auch interessant, da ich ja Jugendleiter bin und mehrere Jugendgruppen betreue. Ist es interessant, wenn Leute zu mir sagen, sie merken Gott manchmal nicht. Und ich finde auch dieser Bibelvers, dass Gott den Demütigen widersteht. Also es steht dem ja nicht Stolzen. Da. Wie bitte? Es widersteht dem Stolzen zum Glück und nicht dem Demütigen. Entschuldigung. Also bei den Jugendlichen, mit denen ich zu tun habe, die sagen, sie würden Gott mehr spüren oder sowas. Und ich glaube, also da muss ich mich selber auch an die Nase führen, ich würde auch Gott mehr spüren wollen. Und bei mir ist es so, dass ich merke, dass ich einfach an meinem Stolz mehr arbeite, also nicht an meinem Stolz arbeiten muss, sondern an meiner Demut, also quasi die zum Wachsen bringen muss, dass der Stolz geht. Und nicht umsonst, glaube ich, steht drin, dass Gott dem Stolzen widersteht. Weil oft denkt man sich, ja, aber ich habe doch das jetzt gemacht. Und vielleicht ist man deswegen auch ein wenig stolz, dass man jetzt, sagen wir mal, 40 Tage gefastet hätte. Aber das finde ich sehr interessant und vielleicht auch, wenn du das hörst und dir denkst, ja, ich würde schon gern mehr von Gott mitbekommen, aber irgendwie fehlt mir der Zugang oder irgendwas hält mich zurück. Vielleicht hält dich dein Stolz zurück, beziehungsweise Gott, weil er quasi diesem Stolz widersteht. Genau. Was hast du da jetzt aufgeschlagen, Andreas? Ich habe jetzt gerade so dran gedacht, weil du davon gesagt hast, wir müssen wirklich schauen, dass wir den Stolz bekämpfen. Das war so erstmal dein Versprechen, um dann zu sagen, eigentlich geht es darum, demütig zu leben, auf Jesus ausgerichtet zu leben. Ich habe mich daran erinnert, wie das für mich auch so ein Augenöffner war. Galater 5, Vers 16, wandelt im Geist, sagt er. Also seid ausgerichtet, lasst euch vom Geist erfüllen, seid ausgerichtet auf das Wirken des Geistes und dann, so werdet ihr das Begehren, gut, jetzt lutherisch so schön, so werdet ihr das Begehren des Fleisches nicht erfüllen. Ja? So werdet ihr die Werke jetzt des Gefallenen, der Sünde letztlich einfach nicht mehr tun. Also Blickwinkel weg von dem, immer zu gucken, oh, ich darf jetzt nicht stolz sein und muss den Stolz bekämpfen, was letztlich auch nur eine der geschicktesten Tarnungen des Stolzes ist, zu glauben, man könne den Stolz bekämpfen. Ja. Wir können es nicht.
Wir können es einfach nicht. Das stimmt, ja. Und das ist noch die allergeschickteste Tarnung, ja? Ja. So ungefähr zu sagen, ich bin ja so demütig, weil ich es jetzt geschafft habe, hier nicht stolz zu sein. Aber jetzt muss ich dich mal fragen, hat Moses nicht über sich selber geschrieben, er war der demütigste von allen? Ja. Das finde ich auch da sehr interessant. Da zucke ich aber auch immer wieder, muss ich ehrlich sagen. Andererseits, er hat aber auch wirklich ganz stark diese, und wenn man jetzt mal Demut wieder auf dieses zurückführt, dieses Abhängigleben von Gott zurückbringt, ja? Ja. Dann kommen wir der Sache schon wieder näher. Innerlich denke ich mir auch, Paulus sagt das ja sogar zum Teil, also Paulus sagt es an einer Stelle ja auch sogar von sich, glaube ich, weiß jetzt nicht mehr genau wo. Innerlich zucke ich da schon auch, gebe ich zu, aber wenn man es jetzt nochmal wirklich in diesem Bewusstsein von der Abhängigkeit, dass wir vollkommen abhängig sind von Gottes Gnade, von seinem Wirken in uns, seinem Handeln in uns, nicht wir selber, sondern er allein in uns, dann kann ich mir schon vorstellen, dass diese Aussage tatsächlich möglich ist. Aber ich würde mir sie wahrscheinlich trotzdem nicht gestatten. Okay, ja. Ja, in der Bibel steht ja auch, dass quasi das Wollen und das Vollbringen Gott macht. Und ich finde, oft rühmen wir uns, wie du gerade gesagt hast, auch oft selber. Und da finde ich auch da, wo Jesus mit dem reichen Jüngling geredet hat, wo er gesagt hat, hey, niemand ist gut, nicht mal ich, nur Gott allein ist gut, denke ich mir oft, wie gut bin ich eigentlich? Also, wo ich mir denke, so, also da ich jetzt Musik mache, da ich jetzt sehr, fängt schon an, begabt bin mit irgendwelchen Designs oder sowas und mich einfach meiner Kreativität freue, anstatt öfter auf Gott zu weisen und sagen, hey, eigentlich hätte ich zwei linke Hände, hätte mir Gott nicht die Gnade gegeben, dass ich das, was ich toll kann, gut kann. Ja, aber das ist doch Gott. Wir können uns einfach an dem freuen, was er uns auch gegeben hat. Einfach freuen. Ja. Der Punkt wird es halt auch, Timothy Keller formuliert es immer so schön, wenn wir das Gute zu etwas Äußerstem, also zu etwas Ultimativem machen, dann wird es problematisch. Ja. Ja, dann wird es ein Götze, das, was tatsächlich er dann auch als Götzen bezeichnet. Und das ist letztlich ein Ausdruck des Stolzes, zu sagen, es ist ja meins, ja, ich bin der tolle Musiker. Aber zu sagen, Gott hat mich so gemacht und ich freue mich daran und ich mache gern Musik und ich kann auch sagen, ich bin ein guter Musiker, warum sollst du es nicht sagen? Das stimmt. Die Macht der Worte. Michael und Steve und ihre 5 Minuten. Du, Steve. Du machst ja jetzt auch schon seit einigen Jahren Jugendarbeit. Ja. Und ich muss sagen, deine Qualität liegt ja in erster Linie auch beim offenen Wort. Hast du da vielleicht mal ein Beispiel, wo es mal so daneben gegangen ist? Also erst vor einem Tag, beziehungsweise also wahrscheinlich dann gestern. Genau, gestern, beziehungsweise wahrscheinlich ist es jetzt schon 1 Monat her oder so, wo man es hört. Aber man hat so Probleme mit Mitarbeitern. Also nicht nur in der Jugend, sondern glaube ich auch generell in Gemeinden, dass die Mitarbeiter fehlen. Und uns ist aufgefallen, dass wir eigentlich alles machen oder sehr viel machen und dann eine Handvoll auch mithilft, dann ein paar machen Musik oder unterhalten sich oder spielen Handy und dann gibt es noch so 2, 3, die immer durchs Gebäude rennen. Ich weiß nicht warum, die sind auch relativ alt schon, aber die rennen halt prinzipiell rum und gestern... Also wir hatten einen Tag vorher, hatten wir Leiterbesprechung und da haben wir eigentlich dir die Aufgabe gegeben, dass du die Leute zusammenscheißt. Das sollte ich sagen, einfach dezent und freundlich. Genau, auch aus dem Grund, weil wir wissen, dass ich quasi ein Verfechter des ehrlichen Worts bin und dann, ich glaube, es ist dir nicht mehr eingefallen gestern, Michael. Ja, doch, ich habe alles aufgeschrieben. Du hast mir einfach alles weggenommen. Ach so, echt? Ja, natürlich. Ich hatte das mit der Moderatorin schon besprochen, dass ich noch was sage und habe das alles hier notiert. Ach, ich sehe es, ja. Ja, und dann bist du einfach vorgeprescht. Und ich dachte mir, wenn er dann will, dann darf er. Oder soll er nur ruhig? Und dann habe ich halt gesagt, dass ich es schade finde, dass wir so asozial sind. Habe aber jetzt nicht... asozial, wie nennt man das, sozial schwach gedacht, sondern sozial schwach in der Hilfe. Also asozial, ne? Nicht sozial quasi. Ja, und meine Frau ist immer dann die Waage, die dann quasi mich auf daheim verzammscheißt, was ich eigentlich da geredet habe.
Aber na ja, gut, es kommt natürlich auf den Ton an, aber ich denke mal, es wird angekommen sein. Also die Leute, die ich angesprochen habe, die sind dann gleich aufgestanden, haben geholfen. Mhm. Also da schon, auch die, wenn es jetzt hören, wahrscheinlich nicht, aber war schon super. Ja, war schon gut, ja. Wie hättest du das gemacht, Michi? Also wie kann man das schöner verpacken? Ja, ich hätte halt, ich prinzipiell argumentiere ich da immer mit Himmel und Hölle. Einfach ein bisschen Verdammnis reinbringen oder ein bisschen Druck, Steve. Das ist immer gut, wenn die aufwachsen ein bisschen damit, ja, mit ein bisschen Angst. So sicher ist es nicht mit der Heißgewissheit. Außer man räumt auf. Liebe Hörer, das war natürlich Spaß. Ironie. Also steht auch so nicht in der Bibel. Ja, aber das stimmt, das ist schon ein bisschen ein Problem. Ich muss aber ehrlich sagen, fast noch schlimmer, als wenn man nicht aufräumen und sonst was hilft, ist, die Leute, die in der Jugend essen. Ich erinnere mich noch, wir hatten einige, die sind dann mit einem fetten Döner gekommen. Natürlich nicht pünktlich, sondern eine Viertelstunde später, so Lobpreis, verzweifelt. So wie der Charismatiker, der Prediger, oder? Ja, der kommt auch immer. Ja, der kommt auch ganz knapp zumindest. Ja. Und begrüßt aber noch alle lautstark, umarmen, lächeln. Jawohl. Und so waren die auch. Nein, die sind einfach zu spät gekommen, haben einen Döner gegessen. Das weiß ich noch. Und das waren übrigens solche, die ich jetzt nicht sofort so verdammen wollte. Sowieso nicht. Aber ja, keine Ahnung. Das ist echt nervig, wenn dann irgendwelche Leute denken, sie können jetzt ihr Abendessen auspacken. Mhm. Ja, man kann auch sagen, ist egal, wenn sie sich wohlfühlen. Ne? Aber wenn halt alle dieses Abendessen auspacken würden, wäre schon ein wenig blöd. Aber noch schlimmer als das ist, wenn du mit Jugendgruppen unterwegs bist und die fangen zu schlägern an. Das ist das war echt Fremdschämen hoch, 57.000. Wir sind, schöner Ausflug, so, wir Gemeinschaft fördern, Wilhelmer Stuttgart. Und plötzlich liegt ein Pärchen am Boden und schlägert. Und alle möglichen laufen da außen rum und schütteln den Kopf. Und ich denke so, ja, christliche Jugendgruppe. Also das war sehr peinlich. Das, wenn ich miterlebt hätte damals. Ja, Steve. Naja. Für den Hörer auf jeden Fall, das war ich mit meiner damaligen Freundin. Ja. Auch hier Grüße, falls die zuhört. Hallo Miriam. Schön, dass du zuhörst, falls du zuhörst. Mensch, das waren noch Zeiten, da habe ich nur draufhauen können. Heute ist meine Frau so zerbrechlich. Das geht gar nicht. Ja, das waren halt noch andere Zeiten. Aber die jungen Leute bleiben doch immer die gleichen und man muss sie irgendwie einfach lieb haben. Stimmt. Die Macht der Worte. Revolution. Weil Liebe dir das Herz verdreht. Auf Instagram kam von Grace die Frage, wie kann man Gott mehr lieben als seinen Partner? Elida, für dich kann das ja nicht so schwer sein, weil dein Partner ist ja schon wie eine Schreckschraube. Schatz. Nee, aber ich finde diese Frage sehr interessant. Ich finde am Anfang, wo wir so frisch verliebt waren, war es echt schwer. Was, Gott zu lieben oder mich zu lieben? Gott in erste Stelle, weil ich war so voll verliebt und voll krass und ein bisschen, nee, aber ich habe echt da oft nicht, also dich Priorität, ja. Ja, Nummer eins. Dann haben wir geheiratet und das Leben war rough und hart und alles. Nicht wegen dir, wegen einfach, das Leben ist hart, ne? Ja, bitte heirate nie. Sei ehrlich, nein. Aber dann, ehrlich gesagt, wenn wir also ist es eigentlich manchmal, ist Perioden, ne, so Phasen. Manchmal ist es einfach, Gott zu lieben, weil Gott ist perfekt und verletzt dich nie. Mhm. Aber der antwortet dir nicht immer wie ich. Ja, das stimmt. Aber es ist so Phasen und dann liebe ich dich mehr. Ich weiß nicht, ist echt schwierig, ne? Also liebe Grace, was du deinem Partner sagen kannst, damit er dir hilft, Gott mehr zu lieben als ihn, sag ihm einfach, wie die Lieder Mides gesagt hat, nimm mal 20 Kilo zu und dann schau. Nein, aber ich finde es so, am Anfang war es schwer. Also ich habe dich dann Nummer 1 und jetzt so nach 7 Jahren Ehe fast im Sommer, habe ich gemerkt, ich kann mein Leben nicht auf dich bauen, weil du bist ein Mensch und ich bin ein Mensch, wir verletzen uns, wir sind unperfekt. Und ich kann mein Leben eigentlich nur an Gott bauen. Auf Gott bauen. Auf Gott bauen.
Also ich habe da auch, die Frage ist, ich weiß nicht, wahrscheinlich hier hat es jeder schon mal durchgemacht, so Social Media, Instagram, Facebook, hat man ja schon mal mehr geliebt als vielleicht jetzt oder sich mehr beschäftigt damit als jetzt. Und die Frage ist ja, wie viel beschäftige ich mich mit Gott? Also Gott kannst du ja immer mit einbeziehen in deine Beziehung oder Ehe, ja, indem du zum Beispiel zusammen betest oder zum Beispiel auch zusammen Bibel liest oder redest oder sowas. Deswegen ist es wichtig, dass dein Partner Christ ist. Deswegen ist es nicht wichtig, ja, aber essentiell. Also das ist das Beste, was geht. Also ich kann mir nicht vorstellen, wenn ich einen Partner, also jetzt haben wir so, wie kannst du Gott lieben mehr als deinen Partner? Mhm. Du bist Christ und das freut mich, ja. Aber ja, und das ohne, wenn du kein Christ wärst, ne? Dann wäre Kacke. Dann würde ich dich verlassen, ey, keine Ahnung. Nein, wir sind verheiratet. Wir sind verheiratet. Das ist egal. Ich glaube auch, dass ohne Gott in unserer Ehe wären wir schon längst geschieden. Also, ja. Mehrmals schon. Ja? Ja. 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 Was? Wie bitte? Ohne Gott in unserer Ehe. Oh, divorced. Yeah, we would have been divorced several times over. Total. Yes. Ja? Yes. Weil er ist da schon in dem Fall unser einzigster Halt. Das heißt dann eigentlich in diesen Krisenzeiten ist eigentlich so Gott an erster Stelle. Ja, nein. Also für mich zumindest nicht. Also sondern wenn wir, du selbst? Wenn wir Krieg führen, wie mein Mann gerne sagt, ja, wir uns streiten, dann bin ich schon so sauer und wünsche mir auf einer Seite, dass er als Mann kommt, da kommen wieder diese Erwartungen, die ich habe, und sagt, komm, wir beten da jetzt drauf, wir beten das jetzt durch und dann ist alles wieder gut. Aber auf einer Seite will ich das ja gar nicht, weil ich ja eigentlich sauer mit ihm bin, auf der anderen Seite erwarte ich es. Also es ist sehr, ja, komisch halt, Hormone vielleicht auch, keine Ahnung. Aber es ist... Ja, ich habe auch oft so erwartet, dass Heath so eine bestimmte Stellung einnimmt und diese Erwartung, wie gesagt, gehabt. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, das kann ich von ihm gar nicht erwarten. Ich erwarte da muss ich mich wirklich an Gott hängen. Mhm. Weil nur er kann diese Erwartungen, die ich eigentlich habe, füllen und stillen. Ja. Und ja, wie du schon gesagt hast, am Anfang ist halt verliebt und du fokussierst nur auf das Verliebtsein. Du willst zusammen sein und du vergisst dann vielleicht, dass Gott ja den Menschen ja geschenkt hat. Jetzt sind wir mal ganz ehrlich, bei euch wird es jetzt bald so weit sein. Steve wird bald noch Konkurrenz bekommen. Oh. Dann komme ich zu euch öfter. Wenn dann Kinder im Spiel sind, und da kannst du ihn auch fragen, dieses, du tust jetzt die Kinder, da kommt dann nochmal ein ganz anderer Aspekt dazu. Also hat man plötzlich Kinder, die man ja auch liebt, und als Frau trägt sie ja mit sich rum ziemlich lang, also hat man da eine ganz andere Bindung. Und dann ist es auch, muss man echt auch aufpassen, dass man dann die Kinder nicht wieder vor seinen Partner stellt. Mhm. Und dann vielleicht sogar vor Gott. Ja, also es ist eine Gratwanderung. Also ich habe neulich mit einem guten Freund gesprochen und der liest gerade von Francis Chan irgend so ein Buch. Ich weiß nicht, wie das heißt, irgend so ein Ehebuch. Ich glaube, ich und du. Crazy Love. Habe ich oben. Ewigkeit oder so. Ja, und er hat gesagt, dass in diesem Buch ist es eigentlich nie diese vertikale Beziehung zwischen Mann und Frau, wo Probleme bringt, sondern immer die horizontale, wenn ich jetzt da richtig denke. Also quasi immer die Beziehung zwischen Gott und dir bringt die Beziehung zwischen mir und dir. Also zwischen mir und meinem Partner. Und wenn es nach oben nicht stimmt, stimmt es auch auf der Ebene, also auf der normalen menschlichen Ebene nicht. Und ich fand es recht interessant, weil das gilt ja nicht nur für Ehen. Also das gilt ja auch, keine Ahnung, wenn ich jetzt mit Gott wenig Zeit verbringe oder mich vielleicht mehr mit Sünde beschäftige als mit Gott, dann könnte ich jeden packen und was weiß ich was antun. Und ich glaube, so ist es aber auch mit Gott. Und das ist aber quasi die Kunst, diese Beziehung zu Gott zu verlegen. Also auch, ich habe auch gehört, dass ganz viele, oder so ein Typ hat gesagt, wenn er Probleme hatte mit seiner Frau, ist er immer zu Gott gegangen und hat gesagt, Gott, was hast denn du mir für eine Frau gegeben? Ja, genau, das ist es. Ich habe Gott auch schon beschuldigt und habe gesagt, furchtbar den Mann, den ich geheiratet habe. It's a good aspect. I mean, so from a Christian mindset, for me personally, it's relative simple. God is my savior. Mm-hmm. My wife, my spouse,
I love dearly. Aww. Is my partner on earth, but she's not my savior. Yeah, mm-hmm. That's true. And so, I mean, no offense, but I hope you love God more. You know, like really, I mean, and so, but it's different types. I don't know if in our human minds, I mean, the only way I can make sense of it as a man is to compartmentalize it. So there's different types of love. I have different, you know, love for my kids, love for my wife, love for God, love for my friends. Motorcycle. Yes, my motorcycle. Yes, my motorcycle. And you know, so yeah, I'm being transparent here, mm-hmm. and then so yeah, my wife helped, you know, she betters me in certain ways, mm-hmm. and I hope I better her in certain ways, and we strengthen each other, we pray for each other. You know, it's a very special bond between a man and a woman. That's why marriage is so profound and so, you know, God blessed. And, yeah. But it's also, I mean, anyway, so back to the question. Yes, it's, you're making me laugh. So wir kurz eingreifen. Aber das translate what he said, it was good. Ja, yeah, good, also, good. Man kann als, ich versuche es, aber was ich schön fand, was Heath gesagt hat, dass Heath kann Elisa nicht erretten und sie kann ihn auch nicht erretten. Also nur Gott. Mhm. Und was war noch? Und es ist quasi so der Hauptfokus, dass du Gott höher stellen kannst als Elisa? War das so die Aussage? Is it ja, like weil, the, ja, weil yeah. ich kann ihn ja, ich kann du ihn kannst nicht ihn erretten, ich deswegen ich bin yeah. seine Frau und yeah. Partner auf der Erde, mm-hmm. aber yeah. Gott ist mm. sein Erretter. Aber yeah. wie schaut denn das praktisch bei euch aus? Also weil yeah. nämlich ich merke, in unserer Beziehung menschelt es ein bisschen. Wenn Was wir heißt menschelt für die Englischsprachigen, die das... Menscheln heißt Flash. Also flash, yeah, man bekommt quasi yeah. man bekommt nerviger, hässlicher. Yeah. Oh, yeah, yeah, yeah. Aber es menschelt, wenn wir diese Beziehung nicht zu Gott pflegen. Also wenn yeah. quasi wenn du hast ich meine stille Zeit... Don't pray, we talk, yeah. You don't pray, I don't pray. Feel separation. We have yeah. issues with yeah. each other. Yeah. Yeah, total. Also ich glaube auch, das ist ganz interessant, finde ich, weil dieser Kleister, der Sex ist, mhm. ja, das stimmt. Würde ich auch Gott zuschreiben, der für die Ehe ist. Also Gott ist genauso ein Kleister. Der Kleber. So, ja. Aber ja, so, der Kleber. Ja, der geistige ja. Kleber und ja. Sex ist der körperliche Kleber. Ja. Aber echt jetzt, Ehe ja. ohne Sex und Ehe ohne Gott. Ja. Schrott. Ist Schrott. Ja. Das ist kein Sinn. So, und wir verkaufen die Sticker unter die Macht der Worte at mail.de. Sex is just a physical aspect of that. Yeah. I mean, we are such a physical being. I mean, when we live in a physical world, it's hard to separate, to be spiritual minded and to live like there's angels and demons that, which are, you know, are... In this world, you know, we don't think like that. Mm-hmm. We think of, we get up in the morning, we brush our teeth. If we don't brush our teeth, we have stinky breath. You know, we have consequences. Yeah. Yeah, we get up, you don't put gas in the car. The car's going to run out of gas, and you're going to be stuck on the road. You're going to call an ADAC. Mm-hmm. Hello, help me. You know, so, yeah. you know, yeah. so there's, we live in a physical world. So mm-hmm. it's, that's how our mind is, but it's, we also very much live in a spiritual world. Mm. And, aber um jetzt nochmal die Frage auch zu beantworten, was habt ihr denn für, sagen wir mal, zwei praktische Tipps, wie ihr Gott höher stellt? Two practical tips, how you put God in your spouse. Also ihr drei müsst jetzt antworten. I don't like the term putting God, I don't know. Even the Bible says, you love God more. Or love, I want to know, get the scripture for this. No, where loves, love God more than your family. And yeah. Then liebe Gott mehr als, ja. Anyway. Ist es nicht, wo Jesus sagt, wenn du deine Familie nicht verleugnest, if you don't deny your family, and love. I have to find it, but, yeah, so... I'm sure Steve will interject that. Hopefully it doesn't take 2 days. but that scripture, when it talks about this, is... Ja, wir stellen euch das in die Show. Es gehört unter den
Die ist unter den 10 Geboten. Du sollst Gott... Ich habe auch einen Brain Fart. Ja, das ist doch das erste Gebot. Ja, es ist sonst Gott mehr ehren. Liebe Gott, willkommen beim christlichen Podcast. Ohne Bibel. It's like quarter to nine in the evening. No, it's not the time. It's not du musst Deutsch time. Reden. Okay, ja, es ist schon ein bisschen spät. Wir sind nachts zu Heath und Elisa nachts. Gefahren und haben gesagt, ey, wir müssen jetzt noch eine Folge aufnehmen. Du sollst Gott mehr lieben. Oh. Das erste Gebot. Mhm. Was ist das erste Gebot? Leute, wir müssen hier die Zeit füllen, bis die Elisa hier kurz aufgeschultert. Ja, aber es ist wichtig, Gott, aber so, dir gefällt dieser Ding. Yeah, so, I mean, the, you know, here on this earth, your spouse should be the one you love first and the most. And whole other topic, not your kids. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Götter. Das heißt auch, dein Ehepartner soll kein Gott sein. But in a spiritual mind, you know, when you come to God, I mean, love, God is first in your life and in priorities in your life. So. Yeah. Aber alles, was du vor Gott stellst, ist ein Gott, ja. Ist ein anderer Gott, egal was es ist. Aber hat nicht Gott auch die Aufgabe einer Ehe gegeben, dass da die Liebe sichtbar wird? In 1. Johannes 4 steht ja, wenn ihr euch untereinander liebt, dann seht ihr Gott, weil Gott ist Liebe. Ja, Gott in euch. So, what I was going to say before is that when you come together as a man and woman before God, yeah. You are not putting one or the other before each other, you're putting God together. Mm-hmm. So when you have your private time, you know, you're it's just you and God, you know, when you're having your devotion, but when you come together as prayer, it's still God is number one. Mm-hmm. So you really don't, I'm going to say the easy way out, but you kind of differentiate, you know, you don't have to choose on putting God first. You both together are coming together and you are recognizing, you know, God is as your leader and your savior of your in your lives. Yeah. Ja, und auf Deutsch. Das war so, die Lieder voll aufmerksam zugehört. Ich hab zugehört, genau. Also wenn man alleine betet, hat der Heath jetzt gesagt, dann hat man halt seine Zeit mit Gott. Und wenn man aber als Ehepaar zusammen betet, sagt man nicht in dem Moment, okay, wir kommen hier zusammen und wir tun Gott an erste Stelle stellen. Das kommt ganz automatisch, weil man betet ja zusammen. Mhm. Also man kommt ja schon zusammen als Ehepartner und betet und setzt ja Gott an erste Stelle, sonst würde man es ja nicht machen. Das ist eigentlich voll gut, weil wenn du so drüber nachdenkst, ist eigentlich das, was ein Ehepaar macht, auch das, was ein Single machen sollte. Also quasi der Einzelne eines Ehepaars, der sollte Beziehung pflegen alleine mit Gott, ja. Aber auch mit seiner Frau. Mhm. Der Single sollte alleine Beziehung pflegen mit Gott, aber auch mit dem Leib Gottes, also mit Gemeinde. Oh, ja. Und das ist voll cool verbunden miteinander. Und da hat ich habe da verschiedene Sachen gehört, da hat mal jemand gesagt, der hat so, wenn du heiratest, dann kommt 50% und 50% zusammen und die machen 100%. Stimmt aber gar nicht. Weil die andere Person kann dich nicht zu 100% machen. Yeah, yeah. Du musst 100% sein, dein Partner muss 100% sein und dann kommst du zusammen und bist auch noch 100%. Ja. Also ich merke zum Beispiel, weil du ja gesagt hast, ein ganz praktischer Tipp, wenn ich in der Früh zum Beispiel das Gefühl habe, okay, ich komme jetzt nicht so mit meiner Zeit klar und ich habe jetzt nicht gebetet oder nicht die Bibel gelesen, wenn die Kinder dann schon nicht aufstehen oder irgendwas ist, ich bin schon ganz anders drauf. Also ich brauch das für mich einfach die Zeit mit Gott, damit mein Tag richtig beginnt. Ja. Also jeder ist da vielleicht anders, aber ich, für mich persönlich, ich glaube, das muss auch jeder entscheiden selber, ich brauche das, weil ja, sonst, wie wenn man dieses Sprichwort, bist mit falschen Beinen aufgestanden. Da fehlt dann halt einfach was. Yeah. And then that's when your contact with God ends? Is that my understanding this? Nein. No, and she didn't have the contact. Dann werde ich böse. If she doesn't have the devotion time in the morning, she's evil. Was wir Grace raten können zu ihrer Frage auf, wie kann man Gott
höher stellen als sein Partner. Ich finde, es beginnt auch schon im Single-Leben. Also ich habe ganz viel davon profitiert, wie ich Single war und schon Gott vor, also die höchste Priorität in meinem Leben gegeben habe. Und also ich bin nicht perfekt. Und stelle wahrscheinlich auch oft mich wahrscheinlich noch über meinen Partner, weil das ist nämlich der dritte Aspekt, der da nervig ist. Gott, die Partnerin und ich. Aber wir hören uns nächste Woche. Grace, wir hoffen, wir haben es dir beantwortet. Arbeit einfach dran, an deinem privaten Leben, Gott, an erster Stelle zu stehen. Und ich glaube dann, wenn du einen Partner hast und der Christ ist, dann fällt dir das relativ leichter. Bis nächste Woche. Die Macht der Worte. Aus der Sicht. Aus der Sicht. Aus der Sicht und mit den Worten von. Aus der Sicht und mit den Worten von. Daniel Kalubner bei uns heute, Pastor von der ICF Nürnberg und Mitinitiator von One Love, das Movement. Das ist quasi ein übergemeindliches, wie nennt man es? Übergemeindliche Arbeit von mehreren Gemeinden. Bewegung, Movement, ja, genau. Genau. Du bist heute bei uns zu Gast. Schön, dass du da bist. Danke. Wie ist denn das? Du bist aufgewachsen unter einem Pfarrer als Opa und einem Religionslehrer als Vater. Ist man da gleich geheiligt, wenn man da schlüpft quasi? Das sicherlich nicht. Dennoch bin ich eigentlich dankbar, dass ich schon, sag ich mal, von Kindheit und Jugendheit auf mit dem Thema Gott und Kirche und Glauben konfrontiert wurde. Ich muss sagen, mit meinem Opa, der war evangelischer Pfarrer in Würzburg, mit dem habe ich eigentlich gar nicht so arg viel Kontakt gehabt. Aber ich kann mich erinnern, dass ich, dass er ein Mann war, der Jesus geliebt hat, der Kirche und seine Gemeinde, die Menschen dort geliebt hat und sich dafür investiert hat. Und das hat mich doch irgendwie inspiriert. Interessant oder prägend für mich war auch eine Begegnung bzw. ein Statement an seiner Beerdigung. Da hat irgendwie der Fürst von Castell und alle möglichen Leute so Statements gehalten. Und da habe ich mir gedacht, wow, wenn an meiner Beerdigung die Leute so über mich und mein Leben sprechen, dann habe ich irgendwie etwas richtig gemacht. Und mein Vater war auch evangelischer Theologe, also Religionslehrer. Und so bin ich eben schon in den Kindheitsjahren so ein bisschen damit aufgewachsen, quasi in der Muttermilch mit aufgesaugt. Okay, was war denn dieses Statement, dass diese, also weißt du das vielleicht? Nee, das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Nee. Und wie kommt dein Großvater zum Prinz von Castell? Ja, die hatten halt irgendwie Kontakt da in Würzburg. Der Fürst von Castell ist auch gläubig. Mhm. Und die hatten da Kontakt in Würzburg und meine Eltern kannten sich auch und waren da zu Besuch. Da gab es immer Wein, Proben und so weiter. Also, genau. Okay, und du bist dann quasi sehr wahrscheinlich behütet aufgewachsen. Wie war denn das? Gab es für dich einen Moment, wo du gesagt hast, okay, Jesus, jetzt gehe ich all in? Oder, also so eine Art Bekehrung? Oder gibt es das nicht, sondern man rutscht da einfach mit? Also ich würde es nicht in dem Sinne Bekehrung nennen, aber es gab doch einen Moment, wo ich Jesus und den Glauben, die Beziehung zu ihm nochmal tiefer für mich persönlich auch angenommen habe. Ich bin so eben aufgewachsen in Jugendgruppen und Gemeinden, das war alles super, habe auch da keine großen Traumas miterlebt oder sowas, Gemeindetraumas, sondern hatte eigentlich immer einen sehr positiven Bezug zur Kirche und zur Gemeinde. Und in die Tiefe so richtig mein Herz berührt hat es eigentlich, da war ich so 15, 16 und ich kann mich gut erinnern, ich habe einmal aus dem Lukas-Evangelium gelesen, Lukas Kapitel 4. Das ist die Szene, wo Jesus zum ersten Mal öffentlich predigt und er ist da in der Synagoge und ihm wird die Schriftrolle gereicht und er liest diese Verse aus dem Jesaja, wo es heißt, ich bin gekommen, um das Evangelium den Armen zu predigen, ich bin gekommen, um zerbrochene Herzen zu heilen, um Gefangene in die Freiheit zu führen, damit Blinde sehend werden und quasi den Armen des Evangeliums gepredigt wird. Und ich lese diese Bibelstelle und plötzlich merke ich, wie es wie so ein Spiegel ist für mein Herz. Und das hat ein bisschen was mit meiner Vaterbeziehung zu tun gehabt. Inzwischen habe ich eine recht gute Beziehung zu meinem Vater, das war aber nicht immer so. Mein Vater als Lehrer hatte ein bisschen die Angewohnheit, immer die Fehler zu suchen und auf die Fehler zu deuten und mich mehr immer nur zu korrigieren, mir immer nur das zu sagen, was ich hätte besser machen können. Und das hat mich in meinen Jugendjahren, Teenagerjahren doch sehr gestresst und genervt und auch irgendwie verletzt,
weil ich mich eigentlich nach einer tiefen Bestätigung und Wertschätzung gesehnt habe und nicht nur danach, was ich hätte noch besser machen können. Und die Folge war eigentlich, das hat auch ein bisschen was mit meiner Bruderbeziehung zu tun. Mein Bruder war so der größere, kräftige, begabtere junge Kerl. Und irgendwie hatte ich immer so den Eindruck gehabt, mein Vater oder ich passe nicht so in das Bild, was mein Vater von einem Sohn hat, wie ein Sohn sein müsste. Und irgendwie habe ich mich da abgelehnt gefühlt und nicht angenommen, so wie ich bin. Und es hat dazu geführt, dass ich angefangen habe, um mein Herz Mauern zu bauen, um Verhaltensweisen mir anzutrainieren, wo ich weiß, so muss ich sein, so wollen mich die Menschen um mich herum haben. Wenn ich mich so und so verhalte, dann bekomme ich Liebe, dann bekomme ich Wertschätzung, dann bekomme ich Anerkennung. Und das hat mich geprägt in meinen Teenagerjahren und habe gleichzeitig aber gemerkt, wie diese Mauern um mein Herz herum mich eigentlich einsam machen, weil ich habe immer Haufen Leute um mich herum gehabt, Partys und Sport und Leute, es war immer recht lustig, aber dennoch habe ich gemerkt, die Leute lieben mich eigentlich gar nicht, wie ich bin, weil sie mich gar nicht kennen, sondern sie sehen nur das, was ich ihnen zeige. Und in diesem ganzen Lifestyle von Sport und Partys habe ich gemerkt, wie einsam ich eigentlich tief drin war. Und dieser Vers, dass Jesus sagt, hey, ich bin gekommen, damit zerbrochene Herzen heil werden, das hat mich brutal getroffen. Und da habe ich gecheckt, hey, Jesus ist nicht gekommen, um eine Religion zu gründen oder um eine Institution namens Kirche zu gründen oder damit wir große Kathedralen für ihn bauen, sondern er hat gesagt, ich bin gekommen, damit zerbrochene Herzen heil werden. Und das, in diesem Bild habe ich mich plötzlich gesehen, dass Jesus mich berührt, dass er mein Herz sieht, wie ich zerbrochen bin unter dieser Angst vor Ablehnung, unter dieser Angst oder diesem Druck, dem Menschen zu gefallen, es jedem recht zu machen, niemanden zu enttäuschen, alle Erwartungen zu erfüllen. Und das hat mich eben wie mein Herz in so ein Gefängnis eingesperrt. Und dieser Moment, diese Begegnung mit Jesus, dass er gesagt hat, Dani, ich bin gekommen, um dein zerbrochenes Herz zu heilen, um dich aus dem Gefängnis von Minderwert, von Menschenfurcht, von Menschengefälligkeit herauszuholen. Ich bin gekommen, um deine Augen zu öffnen, damit du siehst, welche Berufung, welchen Wert ich dir gegeben habe, damit ich dir eine Perspektive für dein Leben zeigen kann. Und es war ein sehr tiefer und persönlicher Moment, der mich in meine Beziehung zu Jesus komplett verändert hat. Wow, man merkt, dass du Pastor bist. Ja. Jetzt hast du das gesagt, dass dein Verhältnis zu deinem Vater zu einer bestimmten Zeit nicht gestimmt hat. Und wir sind ja das Vaterland. Und ich glaube aber, wahrscheinlich ist Deutschland mit eins der Länder, die am meisten Vaterprobleme hat. Hast du jetzt, wenn da jemand sitzt und dieses Interview hört, hast du für den vielleicht Tipps, wie er vielleicht seine Perspektive zu seinem Vater, weil diese Perspektive zu deinem leiblichen Vater beeinflusst ja auch deine Perspektive zum himmlischen Vater. Kannst du vielleicht Tipps geben, wo du sagst, okay, hey, weiß ich nicht, vielleicht mach das oder überleg mal, ob das und das gut ist und reflektier mal das oder das, dass ja quasi diese Perspektive korrigiert wird. Also ich glaube, pauschale Tipps, wie du deine Vaterbeziehung in Ordnung bringen kannst, gibt es nicht, weil jede Geschichte ist so unterschiedlich und einzigartig. Und aber was vielleicht, oder was mir geholfen hat, meinem Vater zu vergeben, war mir zu überlegen, wo er herkommt und was seine Geschichte ist. Weil letztendlich, ich bin jetzt auch Vater geworden. Und ich merke, man kann ja nur das weitergeben, was man selber empfangen hat. Und bei meinem Vater war es so, er ist 39 geboren und mein Opa war im Krieg. Also und mein Vater hat quasi seine ganzen Teenagerjahre, der war nach dem Krieg, also mein Opa war nach dem Krieg in Gefangenschaft und ist dann irgendwann erst heimgekommen. Und mein Vater ist eigentlich ohne Vater aufgewachsen. Und als dann mein Opa zurück war, war er kein herzlicher Mensch. Also das war jetzt nicht der Pfarrer-Opa, der Pfarrer ist von meiner Mama, der Papa, väterlicherseits. Der Papa, also mein Opa väterlicherseits, ist eben aus dem Krieg zurückgekommen und hat meinem Vater jetzt auch nicht die Wertschätzung und Bestätigung und alles geben können, wonach er sich als junger Mann eigentlich gesehnt hätte. Und in den 70er Jahren haben meine Eltern Jesus kennengelernt. Und ich sehe oder habe plötzlich begonnen zu sehen, wie Gott schon so viel verändert hat und wie er versucht hat, mich zu lieben und mir das zu geben, so gut er es eben konnte. Und das hat mir geholfen, zu sehen, dass letztendlich kein Vater kann unseren Mangel, den wir empfinden, tief im Herzen wirklich komplett ausfüllen. Und das hat mich dazu geführt, meine ganzen Erwartungen und meine ganze Bedürfnisse eigentlich mich auf Gott auszurichten und sagen, Gott, du musst diesen Hunger stillen.
von dir muss ich mir diese Wertschätzung und Bestätigung holen. Und dass ich da meinem Vater vergeben konnte, hat dann natürlich dazu geführt, dass ich mit ihm darüber reden konnte und dass er gemeint hat, hey, es tut mir leid, wenn ich dich immer nur korrigiert habe. Und dann hat er gelernt, mir seine Wertschätzung und seine Liebe auszudrücken. Und heute ist unsere Beziehung dadurch wiederhergestellt und ich weiß, er ist stolz auf mich und er liebt mich und so ist das Ganze wieder in Ordnung gekommen. Aber für mich war ein Schlüsselmoment zu sagen, okay, ich vergebe dir, ich lasse los diese Bitterkeit oder auch diesen Groll, den ich hatte, gebe ich an Gott ab und erwarte, dass Gott meinen Hunger stillt. Okay, also Vergebung ist eine Vergebung Schlüssel. Und das Loslassen ist ein absoluter Schlüssel, ja. Okay, und du hast erzählt, du warst Jugendleiter auch in Altdorf. Hattest du dann gleich den Wunsch, Pastor zu werden oder wie war dann dein Gang nachdem oder während du Jugendleiter warst? Hast du dann eine Ausbildung gemacht? Oder? Also diese Begegnung, von der ich vorhin erzählt habe, hat dazu geführt, dass ich mir gedacht habe, okay, wow, wenn Jesus gesagt hat, ich bin gekommen, damit zerbrochene Herzen heil werden, damit Blinde sehend werden, damit Menschen Hoffnung und Perspektive kriegen, dann muss doch Kirche eigentlich der Ort sein, wo das passiert. Das ist doch die Essenz von dem, was wir Kirche nennen. Da geht es nicht um Gebäude, da geht es nicht um große Strukturen und Locations und Celebrations, sondern im Endeffekt geht es darum, dass Menschen Jesus begegnen und durch die Begegnung mit Jesus Herzen heil werden, Perspektive und Hoffnung kommt, Menschen frei werden von inneren Gebundenheiten. Und das hat so ein bisschen mein Bild von Kirche geprägt und gleichzeitig auch diese Sehnsucht mir gegeben, diesen Raum zu kreieren und eine Möglichkeit zu schaffen, damit andere Freunde von mir auch diesen Jesus kennenlernen. Weil in dem Moment, wo ich mich gesehen habe, wie mein Herz eigentlich hinter diesen Mauern zerbrochen und einsam war, plötzlich habe ich das gleiche Muster in dem Leben meiner Freunde gesehen. Und habe dann angefangen, sie einzuladen. Und es haben sich viele meiner Freunde bekehrt damals. Wir hatten so einen Schülergebetskreis gehabt, die haben Jesus kennengelernt. Und da ist so dieser Wunsch entstanden, diesen Raum zu kreieren, wo meine Freunde, die keine Ahnung haben von Gott, Jesus erleben können und ihr Leben verändert wird. Und so ist dieser Traum eigentlich entstanden, obwohl er am Anfang noch unkonkret war. Aber es war zumindest eine Leidenschaft, aus der ich heraus dann Jugendgruppen und Jugendkreise geleitet habe. Okay, und du hast aber dann erst Sozialpädagogik? Sozialpädagogik studiert. Auch mit dem Hintergedanken, ey, das könnte mir helfen irgendwann mal. Ja, also ursprünglich war mein Lebenstraum, ich wollte Arzt werden. Ich wollte Medizin studieren. Es hat mich fasziniert. Es war eine Leidenschaft. Ich habe dann in der K13 so ein Schnupperseminar gemacht an der Uni in Erlangen und habe gemerkt, wow, Medizin, das ist voll mein Ding. Habe dann im Zivildienst in Rummelsberg eine Krankenpflegeausbildung gemacht, um mich quasi vorzubereiten auf das Studium. Und habe dann in Erlangen 2 Semester Medizin studiert. Und es war wirklich faszinierend. Ich habe es geliebt, da die Leichen aufzuschneiden und die Körperteile auseinanderzunehmen. Es war wirklich faszinierend, mal so einen Körper komplett zu bearbeiten. Und ich habe gemerkt, wow, das liegt mir. Und dennoch habe ich aber auch gemerkt, dass die Leidenschaft für Gemeinde und für Jugendarbeit und das, was ich damals alles gemacht habe, das waren so 2 Herzen in meiner Brust. Okay, wie es weitergeht, hören wir nächste Woche. Die Macht der Worte. Vielen Dank fürs Zuhören. Folge uns auf Instagram, Spotify, YouTube und Facebook. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Kanal und wir freuen uns über 5 Sterne bei iTunes. Wenn du Fragen, Anregungen oder Verbesserungsvorschläge hast, kontaktiere uns unter diemachtderworte@mail.de. Wir hören uns nächste Woche wieder. Diese Erfahrung der Gnade Gottes, die kann man auf diese Art nur in Zerbruch- oder Wüstenphasen machen.